Ich bin hier gar nicht. Ist da jemand? Ja. Mist. Nicht so schnell. Oh Gott. Nein! Genug. Jetzt ich ergebe mich. Ja, danke schön. Danke, Lydia, für die Hilfe. Dietrich Gold. Subi. Dietrich Gold. Subi. Wo habe ich nochmal? Da. Fest und lässt sich nicht öffnen. Mist! Besen. Wo ist ein Kleiderschrank? Kleider! Na was für ein Zufall. So. Ich bewege mich jetzt hier absichtlich sneaky vor, weil ich weiß nicht, was uns erwartet. Guck, da was dem. Oh, da ist Gold drin. Subi. Da ist was drin. Auch Gold. Jetzt, wenn man die falsche Taste ankommt. Neun Met. Und Geldbeutel. Noch mehr Met. Hier kann man schlafen. Theoretisch. Praktisch eh nicht. Und da ist was drin. Ah, noch mehr Gold. Super. Also heißt es jetzt runter. Darf vorher nochmal speichern. Statue. Ach Gott, jetzt willst du mich verarschen. Ich habe geschworen, Mist, jetzt habe ich einen Blasenpilz, glaube ich, gegessen. Den brauchen wir doch für unsere Heiltränke. Okay, die Kürzers gebe ich ja nicht. Ich gebe ihr mal das hier. Und diese Klinge. Nee. Und die Kürzers von Ulfric. Mist. Aber wir können eh schon wieder halbwegs vernünftig gehen. Da sitzt der Zügel natürlich auch fest. Was für ein Zufall. Erwachende Nord verbessert uns das irgendwas. Nein, dann nehmen wir es nicht mit. Ich werde mal übrigens so eine Special-Folge machen, wo ich alles vorlese, was wir je gesammelt haben. Beziehungsweise... Ja, vielleicht könnte ich es mir auch als Gag vorstellen, dass ich das von einem Programm vorlesen lasse. Keine Ahnung. Wäre zwar für mich mehr Arbeit, aber vielleicht wäre das ganz lustig einmal. Oder ich lasse halt nur ein Ding vorlesen. Ah, den Käse nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir das halt. So, jetzt will mich das Teil doch echt verarschen, oder? Ich werf jetzt was weg. Und zwar... Stärke und Magie. Was ist das wert? Was ist das wert? Bitte schön, das ist ja echt heftig. Ja, komm, ich mach einen Silberring, aber der macht das auch nicht fertig, oder? Nein. Mist. Essen, ja, dann. Ja, hier, das nimmt relativ viel. Das können wir essen und dafür können wir den Ring wieder aufnehmen, oder? Ja, wo ist der Ring? Da. Okay. Und Regenerationstrank. Da ist nichts drin. Da unten ist Gold drin. So. Ja, was ist das? Knoblauchzopf. Vielleicht ist das eine Zutat. So, und was sollen wir jetzt hier überhaupt suchen? Hält es jetzt fest.
Mist, warum können wir den nicht öffnen, oder? Moment, da ist eine Tür, die haben wir nicht probiert. Hä? Was? Okay, jetzt bin ich halt irgendwie voll über meine Tastatur gesurft. Da ist nix, oder? Das ist eine Bestätigung. Ja, also. Leichensack. Nee. Und Goldbeutel. Oh, 19 Gold. Und da ist auch Gold drin. Und ein Amulett von Dibella. 15 auf Redekunst. Nice. Das, da wird, glaube ich, das Handeln leichter. Falsche Rückwand. Haha. Mercer, du bist am Arsch. Da steht wer. Oder nee, das sah nur so aus. Ach. Okay, das hier ist irgendwie gefinkelt, glaube ich. Wenn. Haarlöschung. Lydia nicht verrecken. Kapiert? Giftpeile. Und ich latsche natürlich in alles voll rein. So, jetzt hier. Eine Truhe. Mit Gold, Zaubertrank, Zaubertrank und Stahlhelm braucht man nicht. Oh, die ist vereist. Tut mir leid, Lydia. So. Habe ich das jetzt irgendwie ausgelöst oder was? Nein, Lydia. Lydia. Lydia, sei nicht dumm. Komm her. Komm her. Komm her. Und bitte komm her. Komm her. Ja, Lydia. Lydia. Also. So. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen nicht so redselig heute, aber ich muss nur 2 Folgen im Voraus aufnehmen, weil ich sonst ein bisschen Stress bezüglich der Folgen habe, weil ich jetzt bald einen Ausflugstag, besser gesagt, ein Campingwochen. Ja, ist eigentlich mitten unter der Woche, also kein Campingwochenende, und da können wir den Mechanismus entschärfen. Mist. Mist. Ja, also wie gesagt, ich muss nur 2 Folgen im Voraus aufnehmen, dann bin ich auch schon wieder mehr bei der Sache und rätseliger. Aber ich möchte euch lieber mit nicht so supi Folgen als mit gar keinen Folgen versorgen. Ich lege halt auf beides Wert, auf Quantität und Qualität. So, supi. Dankeschön. Übergebnisruine mit Gold drin. Supi. Ist da was Geiles drin? Mist. Schlossstufe Experte. Mist. So. Mist. Oh Gott. Concentration lass nicht nach. Supi, das ist ein Eisspalter. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Trag was. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Okay, also. Trag mal bitte irgendwas Schweres, und zwar Bücher. Mist. Oder nee, trag du mal die Gildenteile. Plus die... Äh,
Plus mal bitte die Klinge der Nachtigall. Ja. Ihr geht vor, ich folge. Okay. Nehmen Mercers Pläne. Okay. Kann ich nicht gut erkennen, aber nehmen wir. Das verbessert uns hier nirgendwo was. Lesen, vielen Dank. M. Punkt. Warum verbessert sich Schleichen? Ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen, mein Content, aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich an den Wachen vorbeischlüpfen, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konnte. Diesen kleinen Trick müsstet ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Wer R ist, weiß ich nicht, aber das M ist sicher Mercer. Na, ich will mitnehmen. Das Beweisstück. Da ist was drin. So, die Schalle. Bedienen. Wir werden bald eine Verkaufsrunde machen. Der unsterbliches Blut ist mir irgendwie nicht so geil. Wolfskönig, eher Märchengeschichte. Und Oblivion-Krise. Zur Wende an Täter. Mit Alter. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit dem Vorgänger zu tun hat, aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Kuchen und der Diamant. Nee, das kann man sich den Inhalt schon fast durchrahmen. Frau des Holzfällers, nee. Eine Truhe. Große Seelensteine und Silberring. Ja. Geht schon weiter. Wie weit geht das noch, bitte? Rattenweggewölbe. Was ist eigentlich unser nächster Auftrag? Moment, wie war hier nochmal Logbuch? J. Das ist nicht Alice, finde ich irgendwie nicht gut. Sprich mit Brynjolf, ja. Rattenweggewölbe wird uns hoffentlich nicht aufklären. Boah. Was? Zersplitterte Flasche, das ist super. Ja, ich weiß gerade unprofessionell getrunken, aber ist doch Schnuppe. Moment. Rücken gestochen. Die dunkle Bruderschaft scheint wieder überall aktiv zu sein. Ja, daran waren auch wir mit beteiligt übrigens. Wenn ihr es nicht wisst, das müssten so die Folgen 97 bis 101 oder 102 sein. So in der Gegend halt. Waren eigentlich meine Lieblingsparts? Ich schaue mir ja auch alle Parts an und also ich schaue natürlich selber meine Let's Plays, weil ich lasse ja nicht nur euch verdummen, sondern auch mich. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer hier? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren.
eh nicht. Ja. Also Kalia, dann erzähl mal. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ja, ja. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Habt ihr gerade auch den kleinen Fehler bei den Untertiteln? Alter Findling wird mit alter stehender Stein gesprochen. Moment, was müssen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt zu dem Ding hingehen oder was? Es kam jetzt irgendwie nicht gerade. Ja, es trifft gerade über den Findling. Passt. Allerdings, bevor wir zu diesem Findling gehen, werden wir vorher noch eine andere Kleinigkeit erledigen. Nämlich, falsch. Nämlich haben wir hier noch, ja, das ist die Scheiß-Quest, die wir nicht weitermachen können. Aber, ja, das auch, Brunnenstein von, ja, das dauert ewig, ja, das ist die Hauptquest. Nein, das will ich hier nicht, finde den Priester, hier. Falmerblut. Und der will sich irgendwas mit den Falmer, ein Auge von einem Falmer oder sowas, Falmerauge, genau, will er in seinen Besitz bringen und das scheint urviel wert zu sein. Und ich glaube, da werden wir auch auf Falmer treffen. Das, und die Quest möchte ich dann auch abgeben. Pupunanienwurz, finde Schriften, Schrein von Talos, erforsche die Legende, finde die Rotwardonen. Töte den Riesen in Lager gebrochenes Bein. Ja, wenn man sicher auch mal machen. Finde Gold, ja, das sind diese Mandesi-Sachen, finde Energie. Besuche das Museum, ja, ja. Ja, dann werden wir mal das machen. Wo ist denn der Findling? Ja. Ist zu Fuß noch am erträglichsten, nehme ich an. Einmal quer durch Rifton. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Nein, eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich dadurch. Oder haben wir jetzt eine andere Quest ausgewählt? Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Ich will gar nichts. Ich will hier durch. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Willkommen. Erlaubt mir euch, den Schwarzdornmehl zu empfehlen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsland. Mist. Aber hier sind wir richtig, Himmelsrand. Ah, das sind auch wir. Ach, das gibt's jetzt nicht. Verdammter Schmorn, mein Feuerzeug ist alle da lang, oder? Ja, und wer sich jetzt fragt hat, warum ich das auf einmal sage, ich habe vor ein paar Tagen begonnen zu rauchen.
Ja, ich weiß, es ist ein Manko und es ist nicht gut und macht es nicht und Kinder lassen Finger davon. Aber ich bin jetzt schon über 16 und außerdem schmeckt's mir und ich habe kein Recht, mich zu verurteilen. Aber ich habe ein Recht, ein nicht funktionierendes Feuerzeug zu verurteilen. Weil, wofür ist es denn sonst gemacht? Sonst kann man ja auch einfach einen Pappenstiel dahin halten, einen Euro dafür verlangen und sagen, ja, das wird schon brennen. Und dann brennt's nicht. Ist ja prinzipiell dasselbe. Moment, das ist Brynjolf, oder? What the fuck ist jetzt passiert? Okay. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.